Hallo zusammen. Ich war heute Morgen auf der Anhörung in Berlin, die von den CDU-Senatoren für Inneres und Justiz unter anderem organisiert worden ist, wo es darum ging, ob in Berlin jetzt die geringe Menge Cannabis, bis zu der die Strafverfahren eingestellt werden, herabgesetzt werden soll. Also praktisch eine Verschärfung der Regelung für Eigenbedarfsmengen. Und das kommt daher, dass die Bundesjustizministerin den Berliner Senatoren einen Brief geschrieben hat, dass sie doch bitte die geringe Menge senken sollen, um eine bundesweit einheitliche Regelung zu erlangen. Das hat das Bundesverfassungsgericht schon 1994 gefordert. Und mittlerweile sind die meisten Bundesländer bei 6 Gramm Eigenbedarfsmenge. Viele Bundesländer haben zu diesem Zweck um das Jahr 2007 herum die geringe Menge auf 6 Gramm gesenkt. Zum Beispiel Schleswig-Holstein von 30 auf 6 Gramm. Und nun ist die Frage, ob das auch in Berlin passieren soll. Hier sind im Moment 2 Grenzen aktiv, also bis 10 Gramm werden die Verfahren regelmäßig eingestellt, bis 15 Gramm können sie dann auch noch eingestellt werden. Dazu war ich eingeladen als Sachverständiger von den Senatoren, was auch schon ein Indiz dafür ist, dass sie offen an das Thema herangehen und sich Meinungen aus allen Richtungen einholen wollen, so wie sie selber sagen, dass sie ergebnisoffen rangehen und noch prüfen wollen, ob sie das machen wollen oder nicht. Ich bin schön mit der Hanfrikscha vorgefahren vom Hanfverband. Das war ein ganz netter Einstieg in die Sitzung. Aber meine Einschätzung dieser Veranstaltung ist doch eigentlich eher negativ. Denn ich habe nicht mit so viel Zustimmung gerechnet für diese Herabstufung. Insbesondere von der Polizei, da gerade letzte Woche noch die Gewerkschaft der Polizei gesagt hat, ein Vertreter hat gesagt, dass er gegen diese Verschärfung ist und die Polizei sowieso schon gar nicht mehr hinterherkommt mit den ganzen Fällen und die alle zu bearbeiten, die Anzeigen zu schreiben und so weiter. Aber jetzt in dieser Anhörung hat sich der Vertreter der Polizei doch dafür ausgesprochen, mit dem Argument, dass dann ja die Kleindealer im Stadtpark kleinere Mengen nur noch bei sich tragen können, um eben noch in diese geringe Mengenregelung zu fallen und dass sie dann öfter zu ihrem Depot laufen müssen, um Nachschub zu holen und die Polizei sie dann besser erwischen kann als Dealer. Das war so deren Argument. Die Staatsanwaltschaft war letztendlich auch dafür, vor allen Dingen mit der Begründung, dass sie die einheitliche Menge gut finden würde. Was ich auch so sehe letztendlich, dass das bundesweit einheitlich schon besser wäre als dieser Flickenteppich, den wir zurzeit haben. Und dann war noch ein Richter dabei, ein Jugendrichter, der auch dafür war, die Regelung zu verschärfen und das Ganze gut fand, vor dem Hintergrund, dass er sagt, man kommt dann besser an die jungen Leute ran und man kann sie dann besser dem Hilfesystem zuführen und sie so ein bisschen, zur Hilfe zwingen quasi. Ähnlich argumentiert hat die Landesdrogenbeauftragte Frau Köhler-Azara, die gesagt hat, also diese Herabstufung und Verschärfung auf 6 Gramm wäre ein gutes Signal für die Prävention im Cannabisbereich. Also auch eher enttäuschend. Nur der Vertreter vom Berliner Therapieladen war letztendlich auf meiner Seite, das Ganze abzulehnen. Mein Vorschlag, den ich eingebracht habe, war, dass man das doch bundesweit direkt im Betäubungsmittelgesetz regeln sollte. Und da dann auch festlegen sollte, dass eine geringe Menge tatsächlich nicht mehr strafbar ist, sodass gar keine Anzeige mehr geschrieben werden muss und die Polizei dadurch dann endlich tatsächlich entlastet wird und nicht diese ganzen Aktenzeichen anlegen muss und so weiter. Und natürlich für die Konsumenten würde das bedeuten, dass sie wirklich endlich richtig entkriminalisiert sind und eben auch keinen Eintrag mehr im Polizeicomputer haben und zum Beispiel keine Meldung mehr an die Führerscheinstelle geht. Was nun dabei rauskommt, da wage ich noch keine Prognose, auch wenn jetzt viele von den Sachverständigen bei der Anhörung eigentlich dafür waren, das zu machen, diese Verschärfung durchzuziehen, ist es ja auf der anderen Seite so, dass die SPD als Koalitionspartner schon abgelehnt hat, die wollen es nicht machen. Die CDU selbst hat uns als Hanfverband noch im Wahlkampf im Herbst 2011 geschrieben, dass sie selber auch eigentlich nicht die geringe Menge ändern wollen und dass sie gut so ist, wie sie ist in Berlin. Und die anderen Parteien, die im Abgeordnetenhaus sind, die Piraten, die Linken, die Grünen, die wollen sowieso alle Cannabis am liebsten legalisieren und die Eigenverbrauchsregelungen eher noch weiter liberalisieren. Abgesehen davon, dass meiner Meinung nach auch die Berliner Bevölkerung dafür nicht zu haben ist für so eine Verschärfung.
was also jetzt insbesondere der Justizsenator mit dieser Geschichte anfängt und diesem Druck von der Bundesebene, wage ich nicht vorherzusagen. Das werden wir sehen. Ich bin selber sehr gespannt. Und naja, beim nächsten Mal wissen wir mehr. Und tschüss.